Wir haben Magic gegen Jojo. Das letzte Mal hat Jojo gewonnen. Ja, ist er. Ja. Let's go. Ja, gegen Fox kann er. Gegen Fox Dit kann er, das stimmt. Und sie machen Handwarmer. So, erstmal das da drin. Safe. Wow. Nice. Warum geht das nicht automatisch? Oh, nicht. Warum gehen die Charaktere nicht automatisch, bitte? Wirklich peinlich. Boah. Ja, wenn... Was sollen die anderen Weeklies sagen, ey? Die viel besser ausgerüstet sind. Welche Weeklies? Die Wien Weeklies? Habt ihr den Stream von denen mal gesehen? Nein. Oh. Ich gucke immer gerne England, also London. Ha. Wie heißen die Weeklies da? Keine Ahnung, aber... Okay. Oder die haben jedenfalls auch immer Musik so an. Das ist immer entspannt, wenn ich irgendwas mache im Hintergrund. Die wollen ihre Worts gemütlich kriegen. Ja. Naja, wir können ja Prenzelboys im Hintergrund. Oh shit! True, können wir machen. Bisschen Stream sammeln, Alter, let's go. Was geht, Ophis? Was geht, Juggle? Michele, gute Besserung. Ja, auf jeden Fall. Erhol dich gut, Liebe. Und es geht los. Edo 107 on the way. Ja, Mann. Und Magic startet direkt mit Upthrow Up Airs. Nee, es muss 9 Hit Combo legen. Oh. Oh, die Buhr. Oh, Magic Wetten, sehr, genau sehr so gut. Wird Smash Ultimate 2 aussehen. Ultimate 2. Smash Brut. Oh, Jojo ein bisschen gewagt. Oh, der hätte glaube ich einen Counter machen können schon. Oder? Siffo. Weil er vielleicht ein bisschen spät. Siffo ist Ophis. Ah, there we go. Ophis Backward. Vergesst du jetzt mal auf den. Okay, Magic zieht den ersten Stock relativ unscathed, aber Jojo braucht manchmal auch wirklich nicht mehr als das zweite Opening. Ich sehe Stefan, du wartest nur auf Ron Robin oder? Oh, bist du nicht hier? Er wartet auf Swiss. True. Oh, da geht er für die Nair, aber wird von der Fair gefangen, aber immer noch. Oh mein Gott. Oh shit, Magic! Mati? Wurde nur zweimal getroffen in dem Stock, nicht schlecht. So wie jetzt, auch schon zweimal getroffen, wird er den Stock jetzt. Oh, er hätte es machen können. Oh, das hat Movement. Oh, dreimal getroffen. Oh, oh, das war so close. Viermal getroffen. Zwei davon waren Abbies. Ja, da muss ich ein bisschen einen drauflegen, wenn man mithalten will. Voll. Oh, guck mal, die scheinen näher, einfach um Ground und Air zu covern. Hat gut funktioniert. Jojo wollte keine Aerial raushauen in dem Moment. Jojo ist sowieso ein bisschen, er ist normalerweise mehr swingy, habe ich das Gefühl. Oh, sehr schön reagiert auf den Rejump. Ich bin ein bisschen überrannt und will nichts falsch machen, glaube ich. Ich bin nicht da, weil... Okay. Ah, Kontrolle. Ah. Ich habe letzte Woche mit Controller-Issues das Turnier gewonnen. Schlafmangel. Damit habe ich in Nürnberg erfahren besucht. Und mich auch. Und der letzte Das waren zwei Ws für die Bugs, Alter. Und fast Alex. Und Husten. Okay. Husten habe ich knapp gegen Dennis gewonnen. Oh, true, wenn du ja. Oh, und das ist der letzte Stock. 3 Stocks, solid. Ah ne, das war der dritte erst. Haben sie verpasst oder so? Damn, dann hat der richtig lange gedauert einfach. Ja, ja. Die anderen beiden waren halt viel schneller, ja. Jetzt rechnet Jojo mal nicht raus, ja? Kann immer überraschen. Natürlich. Aber am Blues kannst du bitte zu Hause bleiben. Schön den ersten Hit von der Nair runter SDI und dann gestanden. Okay. Leider nicht so ein großes Opening rausbekommen, aber Magic hat auf jeden Fall ein paar Tricks auf Lager, mit denen Jojo erstmal nicht recht. Nevermind. Und das ist der zweite Stock. Auf der Plattform besser bei S-Match machen müssen. Voll. Oh, ja. Da war Platz für den Scheißball, aber Jojo gut an die Kante, die Alt. Bei 0% erstmal. Oh, der Phantom Get-Up-Attack. Unlucky. Domme würde sagen, dass es nicht passiert. Für Domme ist die Get-Up-Attack der beste Move im Spiel. Der Phantom. Deutsche links Abi. Oh. Ja, und da kommt er. Oh, er kommt nicht rechtzeitig an die Kante. Sehr gut von Jojo. Und Jojo ist still in this. Oh, okay. Das kriegt er nochmal. Jetzt wird's schwer. Mit 68 und dem Opening nicht bekommen. Und ja, genau. Dann kriegt er halt eine Menge Damage rein. 11 post 20 tweets. Oh, ist ausgedacht. Okay. Okay, mit einer Suicide-Decke. Ja. Let's go. Michon Compris. Schwitzker im Chat? Heide Schwitzker. Oh, Queen Heide. Hype Witzker. Ich glaube, sie wird heute auch noch streamen. Okay, eine Streamer. Oh. Ja. Da können wir sie ja raten. Ja. Oh ja. Ich habe 22:30 anfangen dazu gesagt. Und ich fahre nach Hause und sage, beende den Stream jetzt bitte. Ich möchte jetzt schlafen, das reicht.
Immer diese Streamer. Ich schwöre. Ey, gestern hat sie mich abgeholt und ich habe kurz vorher die God-Time in Crash Team Racing geschafft, die ich einen Monat lang versucht habe. Ja, leider war ich nicht da. Das war ja, aber das Wort ist auf YouTube. Ja, habe ich gesehen. Nice. Ich habe original einfach so instinktiv die Ryan Lockwood Voice und sage so, I could still be God. And it fucking is! Ah, okay, dann schlaf gut, Heide. Wir haben gerade erst angefangen und es läuft ganz gut, das Turnier soweit. Wir haben bereits ein Match gesehen und das hat jemand gewonnen. Also, was hat jemand gewonnen? Ja. No way. Ich meine, das ist immer unentschieden. Ja, das ist immer dieses Phänomen. Es gibt keine Gewinner. Oh, der Schlitzer. Ripp und Schlitzer. Der Er steht immer unentschieden. Spaß zu Spaß. Spaß zu Spaß. Bowser ist 40, außer Diddle ist 40-40. Niemand gewinnt. Oh. Ne, hatte keinen Sprung mehr. Er war zu weit weg. Aber die Rusty hat heute schon gesubbt. Yo! Let's go, die Rusty. Der Boy, er soll mal wieder vorbeikommen. Und er hat heute auch zum allerersten Mal was im Chat geschrieben. Nein. Nice. Und dann 3 Monate Sub und dann. Oh, nice. Da war er schnell überzeugt. Ich habe auch so welche. Neulich hat einer zum 9. Monat gesubbt und der war so, ja, ich war die letzten 6 Monate nicht hier. Ich so, okay, let's go. Oh ja, oh, eine Down Smash, gewagtes Manöver. Kriegt aber er den Kill und er kriegt den Kill nicht. Oh mein Gott. Und er kriegt den Kill nicht. Ja, sowas darfst du Jojo nicht geben, vor allem nicht auf FD. Ah, okay, oder Jojo ist ein bisschen zu gewagt. Trigger happy. Oh, ich muss gegen den Gewinner, sehe ich gerade. Chi. Ich muss bei Ace Maxi. Ah. Oh, Puff Dittos vielleicht? Ja. Jeez. Und freut euch schon auf Bracket 365. Was? Die Rebranding von Smash UK. Oh, so würde es so heißen. Nee, aber habe ich so ein Meme gesehen. Okay. Ja, Microsoft hat große Pläne mit Smash UK, meinst du? Ja, Microsoft Office? Ja, Microsoft Office. Deswegen ist er nicht da. Ja, genau, er ist gerade beim Rebranding von Smash UK. Ach stimmt, ich hab's die Woche irgendwie gesehen, dass da steht, wir werden bald rebranden, keine Sorge, ihr könnt immer noch Turniere machen. Und ich so, ja, okay, danke. I guess. Und die alten Links funktionieren dann auch, habe ich gesehen. Oh, nice. Viel schlechter kannst du nicht werden. True. Viel langsamer kannst du auf jeden Fall nicht werden. Genau. Bitte. Eventuell eine Mobile-Version? Nein, ich glaube nicht. Smash GG? Ich hoffe, es wird ein bisschen optimiert, Alter, dass es nicht mehr so rotzlangsam ist. Ja, bestimmt einfach bessere Server brauchen. Speaking of rotz langsam, Magic hat sich langsam in das Game zurückgekämpft und hat jetzt sogar ein Lead. Mal sehen, ob Jojo seinen Counterpick hier gewinnen kann oder ob er Magic 2-0 vorbeiziehen lässt. Oh, naja, dann gucken wir mal. Bambi hat mich enttarnt. Jetzt bin ich Feuer. Haben wir Office angestellt? Bezahlen wir Office? Nein, Microsoft. Nein, Microsoft bezahlt ihn. Er ist ja Microsoft Office. Achso, weil er jetzt. Okay, weil er aufgeht. Oh mein Gott! Oh shit. Oh. Okay, ja, eine gewagte Downsmash. Ich glaube, Jojo will dieses Game einfach nicht gewinnen. Oh, die gechargte! He really wants it. You can't tell. Ja. Get him. Und da ist es die Down Air. Okay, ich dachte, das ist die Up Air, aber es war die Down Air. Oh, was für ein Angle. Einfach um den Zahnstocher rumgedingelt, Alter. Ja, weiter wegschieben. Noch ein Aus. You know, if he loses it, I'm gonna laugh at him forever. Aha, ja. Yeah. And he does it. Mit den beiden, nothing will fundamentally change oder was. Okay, 2-0 für Magic. Beim letzten Mal hat, wie gesagt, Jojo gewonnen. Ich glaube, 3-1 oder 3-0 sogar. Ich glaube, es war 3-1. Also wirklich, wirklich interessant, wie das Pendulum am Swingen ist. The white noise is coming. And now he will try. And now he will try. Tja, ich glaube, wir gehen wahrscheinlich wieder auf FD, oder? Wobei, ich weiß nicht, also irgendwie hat Jürgen den Vorteil nicht so richtig nutzen können. Also er hat, ich glaube einfach, die Openings, die er bekommen hat, waren halt nicht so diese Grabs oder Tech Chases into Grabs oder sowas, sondern er hat halt so... Naja, so Stray-Hits mit Fairs und sowas bekommen. Vielleicht ist dann Yoshi's dann besser. Wahrscheinlich ist Yoshi's dann besser, aber dann wiederum stirbt er auch richtig schnell nach oben. Und du hast gesehen, wie viele Up-Smashes gecharged wurden hier von Magic. Was okay. Geht Cyrus? Oh, okay. Oh, was hast du gerade gesagt? Oh. Das wäre ein Zirkel. True. Oh, nice. Oh, und jetzt kriegt er die Grabs. Oh mein Gott. Okay, aber er beendet früh. Er erinnert mich ein bisschen an den Arthur von Post-Corona, der immer zu früh die Kombos beendet hat. Da geht doch mehr, Jo, da kann man doch... Oh, was war das für ein Phantom? Okay, Abso, Up-Air, ja, noch eine Up-Air, noch eine Up-Air. Und die Nair, oh, schön, die Nair zum Wegwischen. Oh,
Wie er da stand, Allah. er wusste wirklich. Oh, ja, okay. Der erste Down vertritt dich nicht, aber der zweite schon. Denn dieser Air Dodge war nicht safe, my guy. Oh. Schöner Pivot Grab, aber Magic hat anstatt einer Nair eine Dash Attack gemacht. Ich glaube, für die Nair wäre Jojo richtig gestanden. Oder hätte Jojo richtig gestanden. Oh no. Ja, das war klar. Und Jojo war nicht ready dafür. Da kann man halt zumindest eine Down-D rausschmeißen vielleicht. Und die dann so auf dem Weg nach drinnen erwischen und gucken, ob man einen Tech-Chase kriegt. Aber ja, es ist tot gleich. Es ist der ebene Stefan. Oh. Okay, Tech-Chase. Oh, der kriegt wieder nicht. Ich glaube, er hat den Pivot-Input verschissen. Ich finde es krass, dass FD hier so einen Fußballplatz im Hintergrund hat. In diesem Gestreifen. Das habe ich gemoddet. Ja. Das sieht halt so viel besser aus. Nicht diese Fake. Ja, Fake Grain. Sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie so Granit oder so sonst. Oh, kein Sprung. Das sieht aus wie bei alten Fernseher, wenn man halt einen Channel, wo nichts drin auf ist. du meinst den Krieg der Ameisen? Ja. So hat mein Vater das immer gedacht. Er hat gesagt, oh, es ist wie der Krieg der Ameisen hier. Was gegen Weiß. Ja, genau. Deutsche Schach. MMO-Schach einfach. Oh shit. Oh, Jojo trifft die Fair noch, aber wird angezündet und deswegen nicht ready für das Edgeguard. Was aber auch nicht wichtig ist, weil Magic sich einfach mit dem Ledge Dash ins Nichts stürzt. Und hier ist wirklich das absolute Nichts. Was erwartet dich, wenn du hier runterfällst, Alter? Es ist komplett Feierabend. Du bist in einem interstellaren Vortex gefangen, Alter. Speaking of interstellarer Vortex. Ich habe mal eine sehr geile Metapher von Scar gehört über, wenn man Stocks verliert. Er hat so gesagt, du brauchst keine Angst haben. Dieser Stock war nur einer von deinen vier Leuten, die im Helikopter sitzen und darauf warten, in den Kampf geschickt zu werden. Da kommt der nächste aus dem Helikopter und der ist vielleicht ein viel besserer Mann. Aber die sind eigentlich alle nur Trophäen. True auch. Oh yeah. Ja, und nice, Up-Air. Die Up-Air war super schön. Wie hat er das wie schnell war das bitte? Ich hab einen Rest gehört. Oh! Oh ja. Das Game ist mit dem Rest geendet, also denkst du mal. Gegen Luigi? Ja. Wie kann man Luigi resten? Luigi? Weil das Geräusch, was du gehört hast, könnte ja auch eine Abi sein. Eine Luigi Abi. Könnte ja dasselbe Geräusch sein. Ich dachte, du meinst das. Beides. Oh! Und da ist die Nair und das könnte. Okay, Jojo ist irgendwie sehr ineffizient an den Edge Guards. Wie viel? Dann musst du. 3-0. Ja, 3-0. Gerne, wir messen. Let's go. Lego. Und da kämpft sich Magic einfach sneaky zurück in das Game. Alter, 200%. Das ist ja, das Jojo ist Jojos letzter Stock. Oh nein. Einer von vielen Stocks, die Jojo hier noch hat. Fair. Nee, ich glaube, Maxi meinte schon, er wird dieses Game noch gewinnen und dann das Set. Ja, ich weiß, aber das ist der Stock endlich. 227%. Ich meine, schief. Dinger. Oh mein Gott, ich wäre so reingesprungen. Also wenn ich Jojo wäre, ich wäre da drin gewesen. Oh. No way. Counter. Oh, und das ist das Game. Oh, alles klar. 2-1. Tja, die Frage ist, wo geht's hin? Geht's auf Dreamland? Er geht auf Yoshi's. Yoshi's ist gewagt. Ja, Yoshi's. The most natural. Yeah, that's the premier of the lyrical, spiritual individual. Aber Jojo weiß irgendwie nicht so richtig umzugehen. Jojo kommt zurück, aber landet nicht auf der Plattform, landet ihm direkt vor den Füßen und wird geupsmashed. Keine Chance hier für Jojo. Das war eine sehr komische, scrappy Situation mit Randall und allem da offstage. Er hätte vielleicht, wenn auch Randall reagiert hätte, den Rejump genommen und an die Ledge gehen können. Aber naja, es ist nicht so leicht. In the heat of the moment. Es ist ja auch, er hat ja keine Games mehr to give, so, ne? Und dann verlässt man sich irgendwie mehr auf seine Quick Reactions vielleicht. Oh shit! Und die F-Slash ja schon wieder vorzeitig beendet. Er hätte den Stock weitermachen können, also weiter Edgeguarden können. Oh mein Gott! Ich habe nichts gesagt. Oh! Randall! Ich habe alles gesagt. Randall. Wer ist denn die deutsche Version von Randall? Das weiß ich nicht. Oh, und er rettet ihn! Nicht. Ja, aber die deutsche Version von dem Elefanten heißt Tröti. Ich weiß nicht mal, wie der auf Englisch heißt.
Ja, Randall hat ja nur einen Melee-Namen, heißt er. Ah, ich still ja. I got a buy. Oh, das war... Oh, no. Oh, you got a buy? I fucking do. Let's fucking go, man. You're right. Step in the park. Oh, Haram. Günther. Hofe sagt Günther, heißt deutsche Randall. Fair. Und jetzt ist auch Haramboy da. Ja, Haramboy im Chat. Nie hier, nur im Chat. Noch einmal. Ich weiß, ich hab ihn gesehen. Oh! Jojo geht nicht für den Reset. Oh, okay. Okay, kriegt den Grab. Ah, kriegt die Conversion nicht. Oh, Backair, na schön. Ich wäre für eine Abwehr gegangen, was falsch gewesen wäre, weil sie nur sauer getroffen hätte. Aber die Backair trifft richtig, richtig hoch am Anfang, deswegen voll die gute Wahl von Jojo. Schöner Edge-Shot hier. Okay, Randy F-Smashes in Center Stage, immer gut auf Yoshis. Trifft nie den Falschen, trifft immer. Oh, Jojo mit der SDI aus dem Jill, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, der Dash Dance. Gut von Jojo. Hält das Opening am Laufen und... Okay. Ah, da war er ein bisschen zu spät mit der Back Air, die fair früher macht. Das war der erste Stage Battlefield, ne? Erste Stage war Battlefield, ja. Dann zweimal FD und jetzt das. Und jetzt das. Und kriegst du auch Smash DG ein, auch mit Charaktere und so? Ja. Voll geil, das haben wir nämlich nie. Das möchte ich mal machen. Ja. Als ich, also wenn ich Turniere TO'd habe mit Smash DG, was so, keine Ahnung, irgendwie diese letzten Jenos in Meltdown waren, dann habe ich das für mich auch gemacht, weil ich das so cool finde, dieses Feature. Oh shit, erwischt! Sakurai-Kombo! Jojo schlitzt ihn weg. Schön, Crouch Cancel Grab, ja. Trifft den Jab nicht und das, ich glaube, das ist Curtains für Jojo, weil also er ist halt eine Abwehr oder eine Absmash entfernt davon zu sterben. Also er muss schon einiges jetzt runterreißen, wenn er den Stock noch zieht, dann im nächsten muss er halt wirklich eine Zero to Death machen, weil er ist wirklich basically bei jedem Move tot. Okay, Jojo hat sich ein bisschen freigekämpft, aber diese Run-Up-Shines, die scheinen ihm wirklich Probleme zu bereiten im Neutral. Okay, das ist der Stock. Jojo, last chance für ihn. 131%, er darf wirklich basically nicht getroffen werden. Oh, und da macht er den Tournament-Winner und das könnte es sein. Er kann noch auf Randall, er kann noch auf die Stage. Ich hätte es niemals gedacht, holy shit. Oh, Jojo kriegt den Grab nicht, er hat eine Rolle gemacht. Okay, und er geht nicht, ja, Magic geht nicht zur Ledge, er hat zu viel Schiss. Und das ist es. 3-1 für Magic, das heißt, ich muss gegen Magic spielen.